Hier ist die Lokalzeit Südwestfalen. Schön, dass Sie dabei sind. Jahrelang hat er gekämpft und vor allem gelitten. Seit mehr als 15 Jahren wird Michael Hammerschmidt belästigt von einer Frau. Er ist Pfarrer in Meschede-Freienohl und sogar im Gottesdienst hat die Stalkerin ihn mit obszönen Gesten und Zwischenrufen bedrängt. Und jetzt der Schock. Damit muss er wohl weiterhin leben. Das Oberlandesgericht in Hamm gab heute der Frau in letzter Instanz Recht, für ihre Taten nicht verantwortlich zu sein. Sie sei schuldunfähig und somit juristisch nicht belangbar. Fehlen einem die Worte. Handtaschenraub kommt immer wieder mal vor, aber das hier, das hat jetzt eine ganz neue Dimension. In Arnsberg gibt es gerade eine ganze Reihe von Übergriffen und zwar vom Fahrrad aus. Bevorzugt ältere Frauen sind die Opfer und in gleich 4 Fällen hintereinander war die Tasche auch wirklich weg. Eine 91-Jährige wurde dabei sogar schwer verletzt, denn die Täter, die gehen auch noch äußerst brutal vor. Ja, und so sieht es an manchen Stellen im Listersee im Sommer unter Wasser aus. Das schlingelt und schlängelt sich nur so um die Beine beim Schwimmen. Das ist die sogenannte Wasserpest. Das ist eigentlich eine harmlose Schlingpflanze, aber Schwimmer fürchten oft, sich darin zu verfangen. Also es ist äußerst unangenehm. Die einzige Möglichkeit, sie loszuwerden, man muss sie ausfrieren. Deshalb hat der Ruhrverband den Wasserspiegel der Lister seit Januar abgesenkt. Und jetzt ist Kratzen angesagt. Ja, und Frühjahrsputz, den gibt es auch im Garten. Diese Woche ist es vielleicht noch ein bisschen nass, um rauszugehen. Aber so generell können wir da unser Werkzeug schon mal parat halten, so wie Gärtner Rüdiger Ramme. Auch dieses Jahr ist er wieder mit einem Team von Lokalzeit-Zuschauern unterwegs im Garten. Und die mussten bei ihrem ersten Einsatz dann auch schon richtig mit anpacken. Aber Gartenarbeit macht ja bekanntlich glücklich. Ja, da sind wir dabei und wir kommen zu den Nachrichten. Die Automobilzulieferer bei uns in der Region rechnen damit, dass die Übernahme von Opel durch den französischen PSA-Konzern den Preisdruck verschärfen wird. Peugeot und Opel hätten künftig mehr Marktmacht. Sie könnten deshalb die Preise bei ihren Lieferanten drücken, befürchtet etwa die Industrie- und Handelskammer Arnsberg. Das Automotive-Netzwerk Südwestfalen geht davon aus, dass wegen baugleicher Teile Aufträge an bestimmte Zulieferer wegfallen könnten. Gute Nachricht für Familien in Siegen-Wittgenstein. Alle Eltern, die einen U3- oder Ü3-Betreuungsplatz benötigen, werden den auch bekommen. Das hat der Kreis versichert. Im vergangenen Jahr hat es knapp 2.300 Insolvenzverfahren bei uns in Südwestfalen gegeben. Das waren 250 weniger als im Jahr davor. Und damit ist die Zahl der Pleiten bereits das 6. Jahr in Folge zurückgegangen. Die gute Wirtschaftslage, höhere Einkommen und die niedrige Inflation sind Gründe dafür, dass immer weniger Unternehmen und auch Verbraucher zahlungsunfähig werden. Und trotz Klammerfinanzen der Stadt bekommt die Wissensausstellung Phänomenta in Lüdenscheid auch Geld. Unbekannte haben im Sauerland am Wochenende mehrere Schulen beschädigt. In Brilon wurden die Wände eines Schulgebäudes mit Graffiti besprüht, ebenso in Meschede. Und hier demolierten die Täter außerdem noch einen Briefkasten, 2 Fenster und einen Blitzableiter. Und an einer Schule in Arnsberg wurde eine Fensterscheibe eingeworfen. Feierliche Momente gab es hingegen in Villingen. Da sind Medaillen. So, und das hier, das ist der Blick in einen Rettungswagen während eines Noteinsatzes. Also ganz schön rasant unterwegs, logischerweise. Der Reporter hatte Mühe und Not, sich festzuhalten. Der Rettungsassistent kommt logischerweise klar. Aber es geht ja auch um Minuten bei so einem Einsatz. Wenn es denn auch wirklich ein Notfall ist. Der Rettungsdienst im Kreis Siegen-Wittgenstein beklagt, es gibt immer häufiger sinnlose Einsätze, teilweise bewusst hervorgerufen, weil jemand ohne Not die 112 ruft. Richtige Notfälle müssten dann warten. Gucken wir mal, wie das hier weitergeht. Ja, und das will natürlich auch Matthias Eberts als Leiter von Feuerwehr und Rettungsdienst. Herr Eberts, welche Fälle sind Ihnen denn noch bekannt? Schlägt sich auch ganz deutlich in den Statistiken nieder. Wir haben da mal nachgeguckt, wie sich das in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Vielleicht können wir da mal, dass ein Rettungsdienst ausrückt. Aber was kann man denn daran ändern? Also wann sollte man denn die 112 wählen? Wann hat es sich denn wirklich, wann ist es berechtigt? Ja, die 112 sollte man dann wählen, wenn es sich tatsächlich um einen den Hausarzt, den man in der Not quasi erreicht. Ne? Das ist ja Sie, wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Menschen, die wirklich in Not sind, im Kreis Siegen-Wittgenstein weiter versorgt werden. Wir brauchen mehr Kräfte, wir brauchen mehr Personal, längere Einsatzzeiten. Aber das kann ja auch nicht so ganz die Lösung sein. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, was uns auch noch weiter beschäftigen wird. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns da auch noch mal weiter informiert haben. Vielen Dank. Ja, und jetzt gibt es hier unsere Tipps und Termine.
Und wir haben noch einen Termin, den Sie sich unbedingt merken sollten. Ein Stadtgespräch zu einem Thema, das uns alle angeht. Krankenhauskeime und ihre Folgen. Ja, merken. Und das hier, das ist der Blick in ein, wie ich finde, Meisterwerk. Das Lukas-Evangelium selbst geschrieben und vor allem illustriert, selbst illustriert von einem Kunstmaler aus Meschede, Manfred Mansfeld. Eigentlich ist er von Haus aus Kfz-Meister. Aber das hier, das ist definitiv was ganz anderes. Er hat immer schon gemalt, vor allem Ikonen. Und für diese Bibel hier, da hat er sage und schreibe 3 Jahrzehnte gebraucht. Also Manfred Mansfeld hat nicht nur ein himmlisches Händchen, sondern auch eine Engelsgeduld. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Und das hier, das ist, finde ich, auch ein Kunstwerk, aber nicht vom Menschen gemacht. Der Regenbogen über Waldhausen war der zu sehen. Wolken und Niederschlägen rechnen. Also perfektes Fernseh- und Lokalzeitwetter. Bis morgen Abend, sage ich. Tschüss.